Hi, ich bin Pascal und ich bin nicht binär. Ein sehr großes Problem, was ich fast tagtäglich erlebe, sind öffentliche Toiletten. Denn nach wie vor gibt es nur Männer- und Frauentoiletten und ganz selten zusätzlich entgenderte oder Unisex-Toiletten oder zusätzliche Flinter-Toiletten. Jedes Mal muss ich mich also entscheiden, gehe ich auf die Frauentoilette, wo sich sehr, sehr viele Menschen unwohl fühlen würden aufgrund meines Aussehens, oder gehe ich auf die Herrentoilette, wo ich mich sehr unwohl fühle, weil ich da absolut nicht hingehöre. Ich entscheide mich immer für die Herrentoilette und es geht mir damit nicht gut, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ein zweites sehr, sehr großes Problem, was ich leider auch sehr oft erlebe, ist die Ausgrenzung innerhalb der Community, aufgrund dessen, weil ich ein Bart trage und andere markante äußere Merkmale haben, die mich als männlich gelesen gelten lassen. Denn sehr oft wird mir der Zugang zu Flinter Safe Space verwehrt mit der Aussage, ich sei zu männlich oder ich sei doch ein Mann. Dabei steht das N in Flinter ja gerade für nicht-binär. Und meine Nicht-Binarität, die definiert sich nicht über mein Äußeres. Und die definiert sich nicht darüber, ob ich ein Bart trage oder andere geschlechtsspezifische Merkmale optisch nach außen hin trage. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es mehr Unisex- und Gender-Toiletten gibt und innerhalb der Community mehr Awareness dafür, dass nicht-binäre Personen nicht unbedingt alle androgyn aussehen und auch stark männlich gelesene Personen trotzdem nicht-binär sein können und selbstverständlich Zugang zu Flinter Safe Space bekommen.